Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 31.03.2021, damit den Monatsschluss im März? Und ja, das Bild spricht Bände, oder? Ich ja, habe mir hier mal einen kleinen Spaß erlaubt. Das passt einfach gut rein, gerade in die aktuelle Situation, ohne dass ich eigentlich großartig was dazu sagen sollte oder müsste. Unser DAX hat es weiter durchgetreten. Wir hatten schon leicht die Vermutung geäußert, dass da durchaus noch ein bisschen was kommen kann. Die 9,65 haben wir darüber gesprochen, wäre ein schöner Punkt, wo er mal ein bisschen wegklackern könnte. Jetzt muss ich überlegen, ich habe mir leider die letzte Analyse jetzt nicht nochmal angehört. Durchstechen bis 13, nee, bis 15.030 hat man, glaube ich, aber auch angesprochen, ne, in dem Moment, wo er die vielleicht nicht macht und dass er dann gegebenenfalls sogar noch weiter kann. Das ist dann die 15.30 jetzt hier erstmal geworden, die hat jetzt sogar relativ sauber aufgearbeitet. Man hat gemerkt, dass er an der 9,65 auch was machen wollte. Ne? Er hat sich dann eine gute halbe Stunde mit beschäftigt, die ersten roten Kerzen auch nach einem schönen Anstieg gestellt und hat auch von oben dann das Niveau wieder verteidigt. Also hat man auf jeden Fall auch gesehen, dass dort Umsätze waren, aber bei weitem ja nicht das, was erwartet wurde. Also da hätten auch ganz andere Reaktionen kommen können. Was hier zumindest erstmal zeigt, dass die Welle ganz potent ist, ne? Dass sie sich gar nicht an der orientiert, sondern vielleicht vielmehr sogar an der Welle orientiert. Und deswegen wird das schon noch ganz interessant, was das hier wird. Also zum Mittwoch könnte ich mir vorstellen, dass er durchaus oben noch ein neues Hoch setzen kann. Auch wahrscheinlich sogar wird über die 15,30. Wird aber bestimmt ein bisschen tiefer reinstarten. Ne? Wird jetzt die Leute erstmal ein bisschen kürre machen. Weil das wird jetzt langsam auch für zu viele klar. Also ich glaube, oberhalb von 15.000 wird er so und so wieder anderes Anstiegsverhalten kriegen. Die Leute, dass das zu geil jetzt auch auf der Long-Seite wären und zu übermütig dann irgendwann, ne? Und sobald der Übermut reinkommt, dann gibt es wieder Geld auf der Unterseite zu holen. Momentan gibt es einfach hier, wenn man das Bild sieht, halt, ne, immer noch die, die halt die ganze Zeit hier Short gegenhalten und die da immer noch der Meinung sind, sie können das alles aussitzen und Depot ist groß genug und Stop-Loss weit weg oder so in die Richtung halt, ne? Und dann kommt am Ende trotzdem nochmal irgendwo die Klatsche. Und sowas holt sich der Markt halt einfach gerne. Ne? Und momentan merkt man da noch nicht großartig, dass das Auflösen, so das Kapitulieren, haben wir gestern gesagt, das Kapitulieren fehlt noch. Und das fehlt einfach. Das fehlt einfach noch. Und das, so extrem das jetzt schon ist und so überhitzt das natürlich auch ist, also muss man ja offen ansprechen. Wir machen eine technische Analyse, geht es jetzt nicht nach Wunschvorstellung. Da muss man schon sagen, das ist eine Überhitzung, klar. Und die Überhitzung baut sich auch ab irgendwann. Aber das kann halt auch so laufen wie hier, dass es einfach über die Seitwärtsachse geht und dass er dann nach oben geht. Und sowas könnte ich mir zum Mittwoch in klein vorstellen, ein bisschen wie wir das hier so haben, ne? Dass er einfach hier noch ein bisschen rumschnüffelt, vielleicht nochmal die 39 hier von oben holt. 9,65 hat er ja jetzt schon einmal angetippt, 39 vielleicht nochmal. Im weitesten wäre sogar eine 8, sagen wir mal 8,50 von oben kommt. 8,50, naja, das wird dann zu tief hier. 8,50, das wäre auch noch okay, aber ich glaube, es wird eher so eine 39. Ne? Das könnte ich mir gut vorstellen. 39 hier einfach nochmal drauf und dann schiebt es sich hier zum Mittwochnachmittag nochmal hoch. Die Bewegung sollte man nicht erwarten. Wahrscheinlich eher. Ja, wobei sollte man nicht viel erwarten. Also wir haben eine 15.000 gesehen. Moment, also ich habe jetzt gesagt, viel Bewegung sollte man nicht erwarten. Das ist vielleicht nicht ganz richtig. Weil einfach, das ist ein wichtiger Bereich. Jetzt ist eine große Marke, die angelaufen wurde. Das ist auch bestimmt was über NTV und so weiter getickert wird. Ne, DAX über 15.000, neue Rekordstände. Börsen geht so gut wie nie. Jetzt Aktien kaufen und so viel hätten sie verdient, wenn sie in den letzten 2 Jahren, das sieht man ja immer genau. Und so. Am Corona-Tief sagt dir niemand, das hättest du verdient, wenn du in den letzten 3 Jahren investiert hast. Ne, solche Slogan, die kommen alle erst hier und dann kriegen alle Lust, ETFs und so weiter zu kaufen. Wir haben jetzt halt auch ETFs ausgedünnt hier, haben ein schönes Video gemacht bei uns im Dienst, was dann nochmal rumgegangen ist, zumindest für die Community-Jungs, die da drin mit drin sind. Ja, Punkt. Also, ich finde, übergeordnet sind wir an einem Bereich, wo es langsam wirklich interessant wird, wo auch wieder deutliche Gegenbewegung zu erwarten ist, aber ein bisschen Puffer hat er halt einfach noch und den Puffer würde ich schon so in die Zone hier reinstechen, das ist halt. Wenn man sich versucht, in den DAX reinzuversetzen und sagt, das ist ein hungriges Tier, der irgendwie überwintern muss, der von irgendwas leben muss, der halt fressen muss, der schlafen muss, der auch mal urinieren muss, ist eigentlich relativ einfach gestruckt. Der läuft halt dahin, wo es gerade Geld zu holen gibt. Und momentan ist das, glaube ich, echt auf der Oberseite halt. Ne? Momentan wird das Geld eher auf die Oberseite gelegt, weil hier einfach viele Short gegenhauen, weil sie sagen, na, der ist ja überhitzt, der wird da einfach mal fallen, der wird da einfach mal fallen.
Und das muss er in so einem Moment aber eben nicht. Er kann auch über die Seitwärtsachse dann einfach irgendwo an einem bestimmten Punkt eine Seitwärts reinstellen, warten, bis dann alle den langen Trichter gefressen haben, 2 Wochen zur Seite laufen, bis wirklich keiner mehr Bock hat, irgendwelche Shorts zu behalten. Und dann kippt er hinten raus runter. Ne? Also das sieht man ja, das sieht man recht oft. Oder er macht halt mal wirklich einen harten Kahlschlag, dass man wirklich eine richtig dynamische Tageskerze auch reinkommt, die hier das Thema umkippt einfach. Das würde ich jetzt zum Mittwoch aber ja nicht erwarten. Das würde vielleicht eher zum Donnerstag passen, auch vor dem Feiertag dann. Ne, es sind ja dann Osterfeiertage. Die Amerikaner, die haben geöffnet. Das sind immer interessante Mischungen. Und ich meine, wie Osterfeiertage waren in den letzten Jahren auch immer mal wieder so, gerade bei den Amerikanern markante Punkte. Ne? Die haben sich, der DAX hat es oft an den Verfall geknüpft, aber ich kann mich daran entsinnen, dass bei den Amerikanern das oft so von Weihnachten, also gerade als unter der Trump-Regierung, ne, war, so Weihnachten waren immer so markante Punkte und Ostern, hat sich Trump immer hingestellt und zu Weihnachten gesagt, wir können kaufen. Ne? Kann sich der eine oder andere vielleicht noch erinnern. Das ist eine super, super Gelegenheit, um zu kaufen. Und dann ist der Markt wirklich die ganze Zeit nur noch gestiegen von dort. Aber gut, Punkt. Also Fakt also ist, wir haben so und so gesagt, ab April könnte ein bisschen wieder Gegenwind reinkommen. Wir haben gesagt, dass die hier auf interessanten Niveaus sind, von denen der Markt auch durchaus wieder ein bisschen Gegenwind reinkommen kann. Wir haben aber gesagt, er hat dafür noch einen Puffer und er hat halt noch keine Umkehrsignale. Und deswegen mit Short, ich persönlich halte mich da noch zu Rückhalt hier noch. Die 965, die habe ich auch probiert hier. Ne? Wir hatten aber vorher auch Tagesgewinne reingeholt, weil die Elisa haben unsere Elisa Long reingesetzt. Na, habe ich mir gesagt, gut, dann probieren wir sie halt, die 965, Stop-Loss rein und gut, probiert ist probiert. Hat nicht gegriffen und Thema erledigt. Aber ich würde durchaus auch dann hier in so einem Bereich Short suchen halt, ne? Langsam wieder. Aber ich will da rote Kerzen für sehen halt, ne? Und dann kann man den auch schön aufs runternehmen. Das klappt bestimmt. Und solange der halt keine roten Kerzen kriegt, dann steigt er halt weiter. Das ist kein großes Geheimnis. Das erzählen wir jetzt seit, keine Ahnung hier, seit wann kommen die tollen YouTube-Kommentare hier? Aus dem Bereich, glaube ich, heraus. Ne? Da haben wir schon gesagt, das Flacke und so weiter, das löst wahrscheinlich eher nach oben auf. Neuen Tiefs wurden gekauft, bla 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 bla. Und so weiter und so fort haben es immer wieder weitergemacht. Das hat sich nichts geändert. Also die Marktsituation ist nach wie vor die gleiche. Wir sehen immer wieder, dass kleine Dips, kleine Rücksätze gekauft werden. Die Marktteilnehmer auch auf hohen Niveaus bereit sind zu kaufen. Solange sich das jetzt noch nicht ändert, bleibt es erstmal dabei. Und wenn wir Umkehrsignale kriegen, können wir die immer noch roten. Ich finde den Bereich super interessant. Das könnte ich mir noch vorstellen. Aber das ist okay. Das ist wirklich, wir sind jetzt wirklich auf einem Niveau, wo ich sage, so langsam wäre ich dann auf der Long-Seite, baue ich etwas Motivation ab. Ja, ich würde jetzt hier trotzdem noch sagen, die Tendenz ist aufwärts. Ja, zum Mittwoch, kleiner, schwacher Start und dann nochmal oben drüber. Und dann würde ich aber schon so langsam sagen, so April-Auftakt und so weiter. Ich glaube, das würde ich mir persönlich eher erstmal distanziert angucken. Ich mir schon vorstellen können, dass wir aus dem Bereich nochmal zurücksetzen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben seit November keine richtigen Rücksetzer drin gehabt. Das heißt, wenn hier wirklich ein Rücksetzer kommt, dann kann er auch einen ganzen Pombeter machen und dann wäre von hier oben schon so eher der Bereich hier. Also hier so ein Bogen schlägt. Wir können ja mal ein Pfeilchen reinmachen. Haben wir hier lange nichts gemacht. Können durchaus mal hier auch so reinsetzen. Ne? Dass er vielleicht so aus dem Bereich dann hier ein bisschen tiefer schlägt. Ja, vielleicht mal so in die Richtung. Also Station 1 wäre tatsächlich das. Vielleicht belassen wir es erstmal dabei. Station 2 wäre dann aber eher der Bereich hier unten. Könnte ich mir dann gut vorstellen. Oder wenn er halt oben drüber geht, dann ist Übertreibungsmodus. Dann ist alles raus halt. Ne? Dann werden die Kerzen größer, dann werden die Kerzen länger, werden die Bewegungen dynamischer. Und hackt da auch jeder dann nur noch Short rein. Deswegen kann man das vielleicht so ergänzen. Das wäre jetzt so für einen Tagesstart halt, denke ich, ganz passend. Und denkt dran hier. Das war eigentlich ein schönes Beispiel. Ne? Der Markt beschleunigt immer in Trendberichtung nochmal. So ein Tag wird dann einfach mal 600 Punkte nach oben kommen. Guck dir das mal an halt. Ne? Wenn so ein Tag hier kommt, dann steht er halt an einem Tag hier. Und das ist für den, ist das für, ihr dürft das nicht vergessen, das ist für den leicht. Die Leute, die werfen ihm so freiwillig das Geld hin, weil sie sagen, ach, ich gehe jetzt hier mal short, der wird ja eh irgendwann wieder runterkommen und mache ich weiten Stop-Loss und plötzlich ist der Stop-Loss nicht mehr weit. Plötzlich ist er ganz nah und die Leute fangen an zu zittern und schwuppdiwupp hat er wieder welchen Geld abgenommen. So einfach ist es. Und so funktioniert es auch. Und von daher wartet die Umkehrsignale ab, hier sind noch keine drin. Punkt.
es wird langsam spannend für größere Rücksetzer auch wieder. Erreichen schöne Niveaus jetzt, von wo er sich Strecke gönnen kann. Auch saisonal kommen wir langsam in Bereiche rein, wo ich sage, die können gut kommen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die Aprilmonate gelten in der Regel eher als stark, aber es ist ein bisschen abhängig, auch wie im März gelaufen ist halt, ne? Also es ist nicht eine absolute Bedingung. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit Statistik. Wenn man den Durchschnitt nimmt, sagt er halt auch immer bloß das, was im Durchschnitt ist. Das passt aber nicht auf jedes Jahr und es passt eigentlich auch nie auf ein Jahr, ne? Weil es in einem Monat ist es davor, den einen Monat danach und im Durchschnitt ist es immer wieder auf dem Monat. Aber eigentlich ist es nie in dem Monat. Es ist immer davor oder danach, je nachdem abhängig wie die anderen Monate ist. Das ist halt Statistik. Ne? Muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten, dann kann man es aber auch gut für sich nutzen. Gut, alles klar. Damit können wir den Tagesstart eigentlich zumachen, haben wir den ein bisschen ergänzt. Ihr habt es mal gehört. Wir laufen wirklich auf interessante Bereiche zu, haben aber auf jeden Fall das Risiko noch auf der Oberseite. Es sind noch genug Leute short drin, sind ja wahrscheinlich nicht mehr so viele mit dazugekommen. Zumindest nicht mehr ohne Stop-Loss und so weiter. Ich glaube, hier geht schon einigen ganz schön die Backpfeife, insbesondere auch denen, die hier schon reingegangen sind, die hier ausgebaut haben oder die vielleicht hier zugekommen sind. Die wissen jetzt, wie fühlen sich die hier rein sind. Na, können sich gut in die reinversetzen und deswegen auch nach wie vor meinen Reden, gespart euch sowas. Na, spart euch sowas einfach. Das ist schade um das Geld und es schade um die Nerven, die man da liegen lässt halt. Ne? Wenn ich einfach auf ein schönes Umkehrsignal warte, wie wir das hier hatten, dann kann ich hier short rein, kann ich da bloß drüber und wenn ich merke, ne, der kommt nicht, dann zische ich mir das wieder ab. Und dann lasse ich mich ja abholen, wenn er wieder hochgeht halt. Ne? Und das ist wesentlich einfacher, finde ich persönlich. Und spart Nerven, man ist nicht mehr so gleich drauf, wenn der Markt steigt, man ist absolut neutral, kann jeden Tag Long- und Short-Punkte holen. Na, und kann dann auch wieder die Großstreckentrades raus, wenn man drin ist. Na, und wir hatten hier ja noch ETFs und Aktien hoch zum mit drin. Und davon haben wir jetzt ein bisschen was reduziert hier an ETFs. Und von daher, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was der DAX macht halt. Ne? Der wird auch wieder nach unten liefern. Da braucht ihr keine Angst haben. Das geht nicht die nächsten 12 Monate so weiter. Aber Stück für Stück gucken halt, ne? Und wie gesagt, rote Kerzen abwarten. Also, unten haben wir gesagt 39, alles was unter 860 geht, würde mich negativ überraschen. Wäre für mich dann eher Umkehr Richtung 57 und vielleicht sogar nochmal 660 und tiefer. Alles was hier oben bloß flach zur Seite geht, das glaube ich, geht eher nochmal hoch. Ne? Weitere Hochs Richtung 1,15, 1,50 und was wir da am Tagesstart noch alles drin haben. Alles klar, ich mache hier das Video zu, wünsche euch Spaß, viel Erfolg, gutes Gelingen, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.